Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder auf dem Sega Mega Drive. An meiner Seite der großartige M. Standard. Und ich bin euer Mr. Van 1974. Und dieses wohl das beste Tennisspiel, was ich in den letzten Wochen gezockt habe. Unheimlich. Du hast ein bisschen was davon gesehen. Es repräsentiert, glaube ich, alles das, was Tennis heute sein muss. Ist auf jeden Fall keine Lizenzgurke. Ja. Wir haben uns Grasen angeguckt. Sollen wir mal Indoor machen? Komm, gucken wir uns mal Indoor an. Ja. Hier übrigens für euch, damit ihr seht, also natürlich Andre Agassi ist natürlich der Namensgeber. Den kann man wählen. Jetzt kommen die anderen Stars wie... Ach, darf ich gar nicht? Doch. Tiger Ball. Pepper. Ron Pepper. Matt. Don Matt. Wer kennt sie nicht? Kim. Bob Pitt Shin. Überhaupt nicht. George King. Oder Carol Arc. Nova. Oder Casey Nova. Sollen wir mal ein Vibe nehmen? Casey Nova hört sich irgendwie an wie so eine Kämpferin von Mortal Kombat. Ja. Oder aus anderen Erwachsenenfilmen. Ja, gut. Kulturfilme. Auf jeden Fall haben wir ein Rückchen an. Das ist doch schon mal toll. Ja, ist jetzt nicht so verwunderlich als Frau. Der Platz sieht besser aus als der Rasenplatz. Ja. Das können wir schon mal festhalten. Deswegen, also können wir eigentlich hier wechseln, dann seht ihr mal eben die Plätze. So, wir machen mal den Hardcourt. Nein, ich bleib jetzt bei Casey, da lasse ich mir nichts erzählen. Okay, das sieht auch besser aus, wobei das nicht viel anders aussieht als der Indoor-Court. Ja gut, das ist wahrscheinlich der gleiche Platz, nur halt draußen, ne? Oder genau, das? Genau, ja. Das sieht so aus, ja. Okay. Ich kann euch mal ein ganz tolles Feature zeigen, den Jahrhundert-Lob. Na gut, jetzt wollte er es anders gerade selber machen, die Ballmaschine. So, jetzt machen wir mal Sand. Also, bis jetzt gefiel uns Rasen am allerbesten. Rasen, das Beste wieder für den Schluss. So, komm. Ja. Das sieht auch nach Windows Paint aus. Oha. Wie schlecht. Ja, du kannst gar nicht wählen, ob wir jetzt Rasen oder Sand nehmen. Ich glaube, das ist beides augenfeindlich. Auf jeden Fall Rasen. Okay. Dann brauchen wir es gar nicht testen, weil dann machen wir direkt was in ein Skins-Tournament. Egal, wir machen das jetzt mal. Ja, Fresse. Will ich alles nicht. So. Bumm. Habe ich mich drauf eingeschossen. Achso, ich kann wählen. Ja, dann nehme ich natürlich Mädel gegen Mädel, ist doch klar. Die ist richtig schlecht, die Carol. Hat aber Mörderarme. Jetzt mal ganz unter uns, haben die sich nicht vertan? Ist das nicht die russische Gewichtheberin? Mein Gott, wie groß ist die? 2,20 Meter? Ja, also ich, ganz ehrlich, also beim Wrestling wäre das eine Attraktion, glaube ich. Achso, ich muss euch erzählen. Achso, ach, geht jetzt um Geld. Und du machst das super. 20 Dollar aus dem Fenster geworfen. Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Ach, dann gibt's. Ach, du hast schon 90 Dollar verloren. Ach, das ist so. Es gibt ja bei Golf so diese Skins-Spiele. Schön, dass es die jetzt hier im Tennis auch gibt. Ihr kennt das sicherlich, wo Boris Becker dann am Schluss des Matches da einen Scheck ausgefüllt hat. Wer kann sich daran nicht erinnern? Die große Geldübergabe an Edberg oder so. Wenn ihr wissen wollt, übrigens, dieses Spiel ist nicht gut, übrigens. Falls ihr das noch irgendwie nicht so gemerkt habt. Und wir sind auf dem Mega Drive. Ja. Und zum ersten Mal muss ich mich nicht über den Sound aufregen. Hier rege ich mich über die Grafik auf. Du bist aber auch gut, ne? So, jetzt. Naja, egal. Du meinst gut in dem Sinne, dass ich hier irgendwie den Ball treffe? Lasse euch das mal bewerten da draußen. Aber ihr könnt das auch selber spielen. Ich freue mich auf Antwort-Videos.
Ey, ich glaube, das ist das Beste. Wenn du immer einen Doppelfehler machst, dann kostet das nur $20. Das ist günstiger, ne? Ja. Boah, das ist so schlecht, ey. Das ist so unendlich scheiße, ey. Das Andrew Agassi Tetsnächst heißt das, ne? Hm? Das wird jetzt direkt mal wieder von mir nachgeschaut, was das so für Metacritics bekommen hat. Grüße an den Herrn Tomaniac. Das ist was für deine Rubrik. Definitiv. Kannst du mal gucken, ob es tatsächlich noch eine Konvertierung gab für dieses Meisterwerk. Gab es bestimmt für jedes System. So, was spuckt er denn da aus? Dass Andrew Agassi ein Tennisspieler war, das ist schon mal gut. Das ist, glaube, da gehen wir mit. Wir kennen auch seine Frau. Schreibt das jetzt in die Kommentare, wer mit Andrew Agassi verheiratet ist, aber nicht googeln. Ich glaube, das kann man schaffen. Es gibt beim Jauch, glaube ich, auch nur 50 Euro, also. Also, 92 rausgekommen. Super. Career Mode, Practice Mode. Erschienen für Sega Genesis, also Master Mega Drive. Super Nintendo. Fürs Game Gear und fürs Sega Master System. Also du bist ganz sicher, dass das hier die Mega Drive-Version ist, ja? Ja. Die wird wahrscheinlich nicht viel anders sein als die Master System-Version. Und die Master System-Version wird dann wahrscheinlich noch besser aussehen. Aber ich muss sagen, also das ist... was sagen denn die Metacritics? Ja, da komme ich jetzt zu. Mal kurz gucken bei GameFAQs. Da stehen ja eigentlich immer ein paar Bewertungen drin. Da geht das Rating ja bis 5 bei GameFAQs. Ja. Und es hat eine Bewertung von 1,46 bekommen. Das hört sich so an, dass es nicht ganz so gut angenommen wurde. Das zweitschlechteste Sportspiel auf dem Genesis. Also Mega Drive. Da bin ich mal gespannt, was das schlechteste ist. Das erzähl mal, weil das ist ja eigentlich gleich eine Aufgabe dann. Das kann man übrigens in 6 Stunden durchspielen. Also. Ich befürchte, ich werde es nicht tun. Das ist ein schöner Titel, das schlechteste Sportspiel auf dem Genesis. Australian Rugby League. Eigentlich müsste man das gleich mal raussuchen. Das machen wir auch. Hat 1,14 Punkte bekommen. Von EA. Oh, das was für dich. Es gibt noch einen zweiten Satz. Ja, wie sieht's denn hier geldmäßig aus? Ich war jetzt gerade... ich weiß nicht, 16.000 zu 0 oder so. Da, 14.000. Oh, das wird teuer. Ja. Ja, nein! Mann, nein, komm! Jetzt. Oh, ich will doch immer einen Ehrenpunkt. Ein Ehrendollar. Ich habe noch nicht einen einzigen Punkt gemacht in diesem Meisterwerk. Aber die Carol ist auch gut. Ich glaube, das stimmt wie Steffi. Das kann sein. Sollen wir nicht mal vielleicht... Ich meine, da würden wir dann nur ein Game, ja? Wir können ja mal gucken, wie das Charaktermodel von Andre Agassi aussieht. Haben sich ja wahrscheinlich viel Mühe gegeben. Ah, jetzt bin ich so übermotiviert. Kein Wunder bei diesem Spielstand. Ist doch alles drin. Oh, ich kann es dir echt sagen, also dieses Spiel muss mal in seinem Leben eigentlich gespielt werden, um zu wissen, wie gut andere Sachen sind. Ah, nee. Nee, ach, töten wir, was erwartest du denn? Ja, ich hab jetzt gedacht, beim Doppel wäre gut gewesen. Meinst du, wir sollen noch ein Doppel machen? Du weißt doch, wie ein Lock geht, oder? Ich meine, die kommt ja immer direkt ans Netz. Ja, kann ich eigentlich mal machen, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Ich bin ja schon froh, dass ich ein bisschen aufschlagen kann mittlerweile. Da, siehst du, die kriegt alles. Das ist nicht unbedingt ein guter Spiel übrigens. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. So, komm. Nein! Knapp. Ich hab mich schon wieder zu früh gefreut. Die kriegt wirklich alles.
Und die hat die schlechtesten Werte. Mhm. Und stell dir mal gegen Leute vor, die gute Werte haben. Ja, natürlich. Ist klar. Nein. Du hast auch eine Präzision in den Aufschlägen und auch in den Rückschlägen. Das ist unglaublich. Ja. Oh. Ist geil, ne? Also so wie der ein Bäckerhecht macht, könnte es sein, dass das Boom Boom himself ist. Mit der Perücke. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich meine, wenn er mehr Botox nimmt als jetzt schon überhaupt, dann fällt noch ein bisschen... Meinst du, Boris ist gespritzt? Wie? Der war draußen. War ein Ass. Ja, dann hättest du, glaube ich, $1,000 bekommen für ein Ass. Ja, genau. Jetzt aber... Es ist unglaublich, ey. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast noch nie ein Tennisspiel gespielt. nicht so ein gutes. Schon wieder. also ich glaube, wer das tatsächlich irgendwie drauf hat, ja, der ist Pro-Gamer. Also ich glaube, der ist dann natürlich ein bisschen verrückt. Der kommt aus der Klapse, wenn er das Ding hier unnötig lange spielt, aber... Ja, natürlich. Komm, jetzt mach wenigstens einen Punkt. Ich stell dir vor, du spielst gegen Amorett. Ja, so kommt es mir auch gerade vor. Oh. Nur 17.000 zu 0. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen ganz, ganz langen Ballwechsel gewinnst, könntest du das eventuell wieder ausweichen. Ja, natürlich. Das war eigentlich mein Plan. Oh, du kannst nicht mal den Lob machen, wenn er soll. Also die Steuerung ist unterirdisch. Nein. Doch. Ja. Nein. So, gibt's noch einen dritten Satz? Ich finde das gut. Aber wenn da steht Arc wins, dann vermute ich mal das Ende. Ah, oh, wie ärgerlich. Ah, oh, schade. Ach, kann ich noch einen wählen? Ja, komm, dann machen wir das gegen André. Ja, ein bisschen Cola ist ja noch. So, André kann ja bestimmt gar nichts. Ja. Das ist definitiv, also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon, ich weiß nicht, kennst du International Tennis auf dem C64? Ja. Das ist gut. Sag jetzt nichts Verkehrtes. Findest du auch die Perspektive gut? Nee, für ein Tennisspiel eigentlich nicht. Eben. Aber es war trotzdem gelungen. Für damals? Ja, ja, aber... gut, da hast du immerhin auch mal gewinnen können. Oh, Agassi hat eine eigene Musik. Der André. Ich bin begeistert. Ich würde mal gerne unsere Musik hören. Ja, ich glaube, da musst du dir, weiß ich nicht, den Schmuh angucken, wenn er das hier zockt oder so. Was? Das ist ein Skandal. Komm, wir machen mal. Komm, pass auf, wir machen jetzt. Nee, ich will da raus. Wie kann ich das nicht beenden? Das Spiel wird immer besser. Entkommen. Ah, 10.000 Punkte, ein Game. Hm. Also ein Netzduell bringt was, wobei ich da natürlich auch irgendwie mal gewinnen sollte. Yes! Yes, yes, yes. Alter, und das gegen den Titelhelden. Das überwiegt doch alles, was in den letzten 5 Minuten passiert ist. Komm, Aufholjagd. Ja. Was geht denn jetzt ab? Nein! Ach, du bist doch scheiße. Natürlich. Oh.
Aber ich habe schon 2 Punkte gemacht, also. Uah! Du warst so nah dran. Tja, immerhin schon mal 200 US-Dollar bekommen. Der ist drin? Ich glaube, Andrew hat Mitleid. Ja, der sagt sich, ich kann keine Frau schlagen, ne? Gegen die russische Carol irgendwas, die hatte da kein Problem mit. Oh. Alter, das ist so unspielbar. Das ist so eine pure Folter. Ich glaube, das ist so wirklich Guantanamo-mäßig. Und das ist nur das zweitschlechteste Sportspiel. Ja. Komm, den Satz machen wir noch kompletter. Reicht das auch? Ich habe keine Lust mehr. Oh, schade. Ja, wir können es gerne bei dir nochmal machen. Du kannst Endlos ja, LP. Du kannst ja die Master System Version machen. Die ist wahrscheinlich besser. Pass mal auf. Aber das ist echt. Es sieht auch richtig gut aus, ne? Also. Ja, das ist wirklich. Die haben da alles rausgeholt. Wie du schon sagtest, auch die Animation im Publikum. Jede Figur sieht anders aus, jede Figur bewegt sich. Aber immerhin bewegen sie sich. Also. Gucken von links nach rechts, obwohl sie dahinter sitzen. Komisch. Ja. Oh. So schlecht kann man ja nicht sein. Na, ich frage mich, was ist mit den Plätzen rechts? Warum sitzt da niemand? Waren die so teuer oder? Nö, das haben sie. Also ist das die Königsloge und die Königin ist heute nicht da. Genau. Ja, ich meine, stimmt, wir können ja hier, es kann ja Wimbledon sein. Weil der Rasen sieht auch so gut aus. Gut, in den Finaltagen sieht der Rasen ja tatsächlich so aus. Ja, stimmt. Genau, wir spielen 3 Turniere danach. Ja, also kannst du mal sehen, wie realistisch das Spiel ist. Was hat schlecht. Kannst du mal nachgucken, ob Tech Magic überhaupt noch was anderes gemacht hat? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wenn ich schon mal dabei bin. Vielleicht haben die ja sogar was Gutes gemacht. So. Ich habe noch einen Punkt gemacht. Lass dich feiern. Du hast es verdient. Also, wenn ihr nicht ein Abo da lasst für diesen Scheiß hier, also. Was die alles gemacht haben, du wirst dich wundern. Auch Gutes? Ja. Zum Beispiel 1991 auf dem Master System Populous. Aha. Oder 92 auf Master System The New Zealand Story. Okay. Oder Shadow of the Beast. Okay. Was sie dann leider nicht zu Ende entwickelt haben, auf dem Super Nintendo ein Spiel namens Steven Seagal is the Final Option. Ja, stimmt. Das müssen wir auch mal machen. Gibt's das? Ist das rausgekommen? Also, weil hier steht, ist es nicht rausgekommen. Das gibt's als Prototyp. Die Tech-Magic-Woche. Bei Mr. Benner. Also, das Spiel Steven Seagal ist unglaublich. Also, es ist ein Quoten-Highlight. So gut. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr. Möchte mich ja auch. Ja, das war Andre Agassi Tennis auf dem Sega Mega Drive. Für uns beide sicherlich das beste Tennis aller Zeiten. Und auch nur das zweitschlechteste Sportspiel. Ihr müsst, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr ein schlechteres Tennis kennt. Ich hätte jetzt keins auf der Pfanne, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne keins. Sogar Pong ist besser. Pong ist eine Legende. Und Pong hat auch die bessere Grafik. Wollte ich gerade sagen. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zusehen und ne, findet unsere beiden Kanäle toll und vielleicht wünscht ihr euch ja davon endlos Let's Play. Ich weiß, da schreibt der High Retro Game Lord, schreibt das rein, ich weiß das. Genau, meine Aufgabe an dich, du kannst ja auf deinem Kanal, mach doch mal die schlechtesten Tennisspieler als Rubrik. Wahrscheinlich auf dem Commodore C16 gibt's bessere Sachen. Ja, komm, wir haben sich Mühe gegeben. Nein.
Aber wie schon, also nur das Zweitschlechteste. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Schlechtesten. Ja, mal gucken. Ne? Soll ja von ein Spiel von EA sein, weil es ist ja eigentlich der beste Entwickler aller Zeiten. Genau, EA macht immer alles richtig. Das müssen wir uns irgendwann auch noch machen für eine Kategorie. Die ganzen tollen EA-Sporttitel, die es ja alle dann abgebrochen haben. Also EA Rugby und sowas, also die ganz großen. Natürlich EA Cricket, Knaller. Ja, die Spiele, die schon mal über 3 Tage gehen, in echt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es hinter uns, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.